Wieder meine Einleitung. Super Opener, den du dir ausgedacht hast diesmal. Oh. Ja, wir fangen einfach an. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Der Kinocast. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Willkommen, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Morgen. Ja, und die geschätzten Hörer haben bestimmt schon sofort die Änderung bemerkt an deinem Setup. Ja, total, ja. Wir sprechen natürlich wieder über jede Menge Filme, die wir so gesehen haben. Über Trailer, die manche von uns gesehen haben. Und mal gucken, was so im Kino neu anläuft. In der Sneak Preview hatten wir den Film Kursk, den auch einige andere in der Sneak Preview schon hatten, der aber gefühlt irgendwie mit dem Tipp sehr wenig zu tun hatte, den wir da bekommen hatten, sonst hätte ich das vielleicht auch getippt, aber egal. Kursk, da geht es um diese Geschichte mit dem gesunkenen U-Boot in Russland, also basiert auf wahren Ereignissen. Gedreht hat das Ganze Thomas Winterberg, der ja durchaus bekannt ist so in der, sag mal, in der Arthouse-Szene für solche Filme wie Die Jagd oder Dear Wendy oder Das Fest zum Beispiel, hat er, glaube ich, auch mit dabei. Und hier nimmt er sich einem Actionstoff an, wo am Anfang mit dastand, produziert von Luc Besson, also der auch schon diverse Actionstoffe produziert hat. Und es geht halt darum, um die Vorbereitung zu dieser Tauchfahrt, die das U-Boot macht, und wir sehen, uns werden so verschiedene Besatzungsmitglieder vorgestellt, die dort in, wo sind die, in Murmansk oder so, ne, oder irgendwas, in irgendeinem Nordmeerhafen, russischen Nordmeerhafen angesiedelt sind, und was die so vorher noch so machen, also der eine heiratet zum Beispiel, der wird übrigens gespielt von Matthias Schweighöfer. Und da müssen sie noch ein bisschen Materialien zusammenbekommen, ein bisschen Alkohol, was ja auf russischen Hochzeiten durchaus gang und gäbe ist. Und ja, es spielen überhaupt, wenn ich gerade bei Matthias Schweighöfer bin, es spielen einige deutsche Schauspieler auch mit, zum Beispiel Peter Simonischek, den wir zuletzt in Sneak Preview in der Komödie Arschkalt hatten. Dann Max von Sydow ist mit dabei in der Rolle und auch so in den Nebencharakteren erkennt man doch einige aus anderen Filmen. Jetzt keine deutschen, aber Colin Firth zum Beispiel spielt auch eine Rolle. Und ja, dieses U-Boot oder die Besatzung macht sich dann nun auf. Wir erfahren auch so ein bisschen am Rande, dass das wohl alles relativ marode ist. Das spielt ja dann schon einige Zeit nach dem Mauerfall, nachdem hier der Kalte Krieg zu Ende ist. Dann werden natürlich nicht mehr so viele Mittel freigegeben für solche militärischen Sachen, während früher in Zeiten des Kalten Krieges da doch größere Mittel bereitgestellt wurden, um die Sachen in Schuss zu halten, zu modernisieren, neue Sachen anzuschaffen. Es ist hier so, dass sogar gewisse U-Boote zum Beispiel auch in den Westen verkauft wurden, damit dort Leute zur Titanic tauchen können. Und ja, die Flotte, die lottert so ein bisschen vor sich hin und dann wird so ein großes Manöver gefahren, wo Russland nochmal so ein bisschen seine Stärke zeigen möchte auch. Und da geht ein bisschen was schief mit der Kursk, denn so ein Übungstorpedo im Film, muss ich sagen, im Film explodiert so ein Übungstorpedo, was sich schon angedeutet hat, weil da die Hitzeentwicklung ziemlich hoch war und Matthias Schweighöfer hat da noch davor gewarnt und dann hat aber keiner auf ihn gehört und dann tut es einen richtigen Hieb und dann bricht ein Feuer aus mitten in diesem Torpedoraum, wo halt auch scharfe Gefechtsköpfe liegen und die gehen dann auch hoch und es reißt halt den vorderen Teil des U-Bootes einfach mal so richtig weg bis hoch zur Kommandosektion und in dem hinteren Teil schaffen es tatsächlich noch Leute irgendwie zu überleben und diese ersten Wassereinbrüche zu überstehen und das ist ja ein Atom-U-Boot, die den Kern betreuen, da die schaffen es noch, das ein bisschen das korrekt runterzufahren, damit es da keine Katastrophe wenigstens gibt. Und ja, in dem Film geht es dann um die verbliebenen Besatzungsmitglieder, die versuchen sich zu retten und irgendwie zur Notausstiegsluke an Achtern zu fliehen und sich da durchzukämpfen gegen alle Widrigkeiten.
und dann natürlich auch immer noch mal in das U-Boot rein müssen, um irgendwelche Sachen zu holen, die sie brauchen, um zu überleben. Und sie schaffen es dann auch, sich bemerkbar zu machen durch Klopfzeichen, und die dann so ein Hilfs-U-Boot versucht dann da auch anzudocken. Ich glaube, viel mehr will ich jetzt erstmal nicht erzählen. Vielleicht kennt doch jemand nicht die Originalbegebenheiten. Ich habe das ja damals ziemlich interessiert mitverfolgt. Also es war, ich weiß nicht, ob ihr das, habt ihr das damals irgendwie? Da nur am Rande. Ich mich auch. Also wirklich nicht intensiv. Weil ich habe, warte mal, wann war jetzt eigentlich der tatsächliche Vorfall? Ich gucke gerade mal. 2000 war das, ja. 2000, genau. Ja, ja, also ich habe das in den Nachrichten sehr interessiert mitverfolgt, wie das da so abläuft und was da passiert. Das wurde auch immer wieder in Nachrichten genannt, so ja, Klopfzeichen gehört und jetzt wird das versucht und das versucht und ja. Und dann auch die Analyse, also da gibt es mittlerweile ja, sind ja Bücher drüber geschrieben worden, über diese Katastrophe, wo versucht wurde, dann zu analysieren, was waren jetzt die tatsächlichen Gründe. Aber es ist halt viel Spekulation dabei. Deswegen. Ja, uns natürlich auch hier in dem Film die so ein bisschen die amerikanische Sicht auf diese ganzen Dinge. So ein bisschen, im Englischen sagt man biased, also ein bisschen gefärbt. Die gefärbte Sicht auf diesen, quasi auf den ehemaligen Feind. Ja. Was meint ihr so? Da. Ja, der amerikanische Sicht. Also die Amis haben jetzt nicht wirklich eine große Rolle gespielt in dem Ganzen, sondern es war ja eher England dann noch, wo mit drin war. Und ich fand dieses Ganze, wie es gedreht war, fand ich unfassbar bedrückend teilweise. Also es hat richtig schon dieses Gefühl von ja, enge Beklemmung und wirklich, dass man unter dem Meer oder jetzt tief im Meer oder im Wasser unterwegs ist. Ja, das kam für mich ganz gut eigentlich dabei raus. Und besetzt fand ich ihn war auch sehr, sehr gut. Also abgesehen davon, dass Matthias Schweighöfer mitspielt, aber der spielt ja nicht so lange mit, darf man vielleicht auch mal sagen. Für alle, das ist also kein Grund. Colin Firth spielt mit, was sehr gut ist. Till Schweiger spielt nicht mit. Ja, der hat Max von Sydow spielt mit. Aber von der Besetzung her war es cool. Und ich fand auch gedreht war es ganz cool. Das, ja. Mit amerikanischer Sicht meinte ich eher so diesen Blick auf die Russen, weil es gibt ja da immer zwei Seiten der Medaille, ne? Also es gibt ja zum einen das, was die Russen gesagt haben, und dann haben ja die Amerikaner viele Sachen angezweifelt und gesagt, ja, okay, ihr kriegt das irgendwie nicht hin und so, und die Russen haben ja gesagt, nee, wir kriegen das selber hin mit eigenen Mitteln, und da gibt es halt auch so zwei Sichten der Dinge, und so wie es hier im Film dargestellt war, ist halt wirklich sehr stark diese amerikanische Leseart von den ganzen Vorfällen. Denn, ja, dann, ich kann es jetzt bloß leider nicht, vielleicht machen wir einen Spoiler-Talk oder so, dann kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen, weil das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie viele sterben und wie viele wo überleben und so. Ja, aber an sich, was hier wieder gut dargestellt ist, ist diese ganze diese ganze Hoffnung, Hilflosigkeit da der russischen Bürokratie und ja, wie furchtbar das alles ist, diese ganzen Apparatschicks da, bis da irgendwelche Entscheidungen durch sind, und da ist kein bisschen Flexibilität da, man hält halt an Sachen fest und koste es, was es wolle, koste es Menschenleben, ist auch egal. Ja, man nimmt keine internationale Hilfe erstmal an, damit man sich nicht bloßstellt und so. Ne? Das war eh egal, das hat man ja gemerkt. Also dieses, ja, wir kriegen das schon hin, und auch was propagandamäßig lief, das war alles so, Und ja, also, was will man groß sagen? Ist, wenn man um die Geschichte weiß, weiß man eh, wie es ausgeht. Und ansonsten, ja. Meinst du, ich sollte doch jetzt frei sagen, was ich meine? Dann wir können ja mal zur Sicherheit Spoiler reinschmeißen hier. Oder will die Kate noch was Spoilerfreies sagen hier? Ich will noch Spoilerfreies sagen, dass ich den Film sehr, sehr stark fand. Auch von der Besetzung. Ich fand auch die Ehefrauen sehr stark. Diesen russischen Obermotz, diesen ganz alten Herrn, den fand ich grandios gespielt. Also, dass der so ohne Mimik, ohne Gestik, skrupellos, fand ich
sehr, sehr cool. Also ich fand den Film sehr mitreißend. Auf Matthias Schweighöfer hätte ich verzichten können. Und vor allem, dass er einen Russen spielt, hätte ich verzichten können. Habe ich ihm mit keiner Sekunde abgenommen. Ansonsten top Film. Ja. Okay, dann hau ich hier mal kurz eine Spoilerwarnung rein. Achtung, Spoilerwarnung. Also es gibt auch, ich habe jetzt im Zuge nach diesem Film nochmal diese Aufarbeitung rausgesucht. Ich werde das mal mit verlinken dann. Ich schmeiße es mal hier kurz hier unten in die Shownotes rein. Da gibt es eine sehr gute Aufarbeitung der ganzen Begebenheiten, so quasi minutiös, ja, wann ist was passiert und es gibt halt die eine Sicht, also es ist dann wohl so, dass dieses Übungstorpedo wohl im Rohr explodiert ist, also nicht so, wie es hier dargestellt wurde, dass da einer gemessen hat, oh, das ist aber hier, wird jetzt ganz schön warm und so, wir sollten da was machen und so. Nee, die haben einfach das ganz normal geladen und dann ist halt einfach das als Unfall da passiert. Und es gibt ja noch diese russische Leseart, das wohl, was sich lange Zeit gehalten hat, dass die wohl gerammt worden wären von einem amerikanischen U-Boot, was dort auch da unterwegs gewesen wäre, um da was zu beobachten. Ansonsten die Norweger, die waren wohl relativ schnell vor Ort auch bei dem, die haben auch da teilweise erste Hilfe mit geleistet, da diese Taucher. Also das so wie im Film, so alle standen da in Warteschlellung und irgendwann ging es dann los, so war es wohl dann doch nicht. Und diese Ausstiegsluke, dass sie da nicht andocken konnten, das lag wohl nicht an diesem maroden Material, sondern die war wohl tatsächlich irgendwo in Mitleidenschaft gezogen von dem. Weil die haben ja nachher später, einige Jahre später, wurden Mittel freigegeben, um das Wrack zu heben. Und da hat man dann das wirklich auseinandergeschnitten und dann auch analysiert. Und der Turm dieses U-Bootes steht auch bei so einem Denkmal dort bei diesem Hafen für diese Soldaten, die da untergegangen sind. Ja. Ja, ist eine ganz interessante Geschichte, wenn man sich das mal so komplett durchlässt. Also es lag halt wirklich nur so in 100 Meter Tiefe und die sollten sich ja irgendwie 18 Uhr sollten die wieder auftauchen und sie hatten halt versucht, diesen Übungstorpedo abzufeuern und diese Explosion ist registriert worden von allen möglichen, aber haben sich da nicht weiter irgendwie nicht reagiert oder so. Das war gegen Mittag, irgendwie 12 Uhr noch was. Und dann erst als 18 Uhr sich das U-Boot nicht gemeldet hat, dann sind sie erstmal auf die Idee gekommen, da mal nachzugucken, was da los ist. Ja. Naja. Also das ist schon eine ziemliche Fail-Kette, würde man sagen. 11.28 Uhr war das hier. Durch die geöffneten Schottgänge dringt ein Gemisch aus Wasser, Feuer und beißenden Qualm durch den angrenzenden Abteilungen bis in die Zentrale. Ja, also wenn man sich das mal durchliest, was da alles so passiert ist und wie die dann versucht haben, sich zu retten. Es war dann auch so, nicht wie im Film, als sie die Luke geöffnet haben, dass da plötzlich die ganzen Leichen waren, sondern da war erstmal überhaupt nichts. Also die haben es nicht bis da ganz hoch geschafft irgendwie, sondern die waren viel weiter unten. Also die waren jetzt nicht so nah dran an ihrer Rettung. Ja. Aber trotzdem ganz gute Aufbereitung von dem Film, diese beklemmende Atmosphäre. Ja, das sage ich ja. Also, beklemmende fand ich schon. Ich muss halt auch sagen, dass alles, was in dem U-Boot passiert ist, was jetzt dargestellt ist, ist ja auch reine Vermutung. Bis auf den Zettel. Ja niemand, einer schreibt ja so. Der das belegen kann, was die besprochen haben und unter welchem, was da noch passiert ist, wie die sich Mut gemacht haben. Das ist ja alles Spekulation, konnte ja keiner berichten. Der eine hat ja einen Brief geschrieben und den hat man tatsächlich gefunden. Ich scroll gerade mal hier, wo das war. Den haben die ja im Film dann am Schluss dann so ganz theatralisch irgendwie vorgelesen. Das hat aber nichts mit dem Zettel zu tun, den sie da gefunden haben. Stand irgendwie ganz sachlich drauf, also wer überlebt hat und was die versuchen zur Rettung und so weiter. Und ein kurzer Abriss. Ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Ich glaube, ein Wikipedia-Eintrag war der Zettel mit drin. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich ihn doch ganz sehenswert. Ich mag ja so Filme so mit U-Booten, wenn es ganz gut gemacht ist. Ansonsten diese Beklemmung, die hat mich da ganz schön mitgenommen. Wieder mal, es ist wie in der Serie Tschernobyl. War ja auch so diese Ohnmacht vor der Bürokratie und so, das kam ja so drastisch wieder rüber. Also das
Das kenne ich auch noch von damals, wo man nichts machen konnte und da auf irgendwelche alten Herren da angewiesen war, dass die irgendwie ihren Daumen heben oder senken. Ja, aber für das Sneak kann man ihn durchaus empfehlen, würde ich sagen. Ja, absolut. Kann man mal anschauen. Also wenn ihr da diesen Film in der Sneak bekommt, dann seid mal gespannt, was euch da erwartet. Das ist zu der Punkt, aber ich weiß nicht, ob ich da dafür extra ins Kino gegangen wäre. Ich weiß nicht, vielleicht wären da noch nicht mal irgendwelche russischen oder die irgendwie Verbindungen haben zu Russland oder sowas, vielleicht werden die noch nicht mal reingehen, weil das eine doch zu sehr amerikanische Sicht auf die Dinge ist. Also das entspricht, glaube ich, nicht so ganz so der heroischen Darstellung, die in der russischen Presse da geherrscht hat. Kann sein. Ja, aber für das Sneak an sich gut. Ja. Kann man anbieten. Dass natürlich die ganzen Darsteller, wie auch hier zum Beispiel Schweighöfer oder so, dass man da keine russischen Darsteller genommen hat. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie doch vom Skript her gesagt haben, in welche Richtung sie da gehen wollen. Ja. Ja, ich merke schon, ihr seid heute nicht so zum Reden aufgelegt. Okay, nein, dann mein... was soll ich sagen? Ja, Erik, da hast du recht. Dann machen wir erstmal den Spoiler hier zu Ende. So, und dann können wir ja mal Punkte geben. Ich merke schon, was habe ich denn hier? Ist das schon meine Punktzahl hier aus der Gruppe, die hier drin steht? Ich denke. Habe ich da 8 Punkte? Hat ja schon jemand gut vorbereitet hier. Ja, nee, super. Das warst du selber. Du hast den Film auch reingeschrieben. Ich muss noch mal gucken. Ich habe noch gar nicht bewertet hier. Eigenlob und so. Nee, ich habe noch gar nicht bewertet hier. Also die 8 Punkte, die stimmen, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin eher, na doch, 7 Punkte gebe ich mal. Was gebt ihr so? Ja. Ich bin tatsächlich bei 7 auch hängen geblieben, aber gerade noch so. Also ich wäre eher auf Richtung 6 gewesen, aber dann wird das 6,5, aber das können wir ja in unserer Gruppe nicht, deswegen 7 aufgerundet. Ja, aber wir können es ja. Willst du 6,5? Ja, dann will ich 6,5. Okay. Gut, dann werfen wir noch mal einen Blick auf morgen. Wie sieht es denn da aus hier? Was ist denn da dein Tipp? Sneak 1006, die wieder im Metropol stattfinden wird, das wohl heute von uns fertig gerichtet wird. Yay! Ja, also um einer. Ich habe da nur mal so einen schnellen Beitrag, dachte ich schreibe es mal rein. Hatte 14 Likes bekommen. Das ist mehr, als wenn ich mir Mühe gebe mit irgendwelchen Beiträgen. Die kriegen gerade mal so 2-3 Likes und der kriegt einfach mal 14. Keep it simple, short. Der Tipp für die Sneak 1006 am 24.06.2019 ist schlicht und ergreifend Pleite. Und, schon was eingegangen? Ja, einmal wurde getippt von dem Herrn Erik C. Rebellinnen, leg dich nicht mit ihnen an. Dann wurde getippt, ein Becken voller Männer. Und wo ist Kira? Wobei der wohl ganz übel bös schlecht sein soll. Wenn ich mir das so anschaue, was hier geschrieben wurde. Kyra. Ach so, der heißt direkt, wo ist Kyra? Mit Michelle Pfeiffer, Kiefer Sutherland. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Hat bei Filmstarts eine Durchschnittswertung von 4,0 von 5. Aber der ist von 2017, der Film. Ne? Startet aber am 27. Ja. Juni 2019. Ja. Das ist ein bisschen, ja. Nachdem sie bereits seit längerer Zeit versucht hat, Arbeit zu finden, verliert Kyra, gespielt von Michelle Pfeiffer, schließlich auch noch ihre Mutter. Damit wird ihr Leben endgültig aus der Bahn geworfen. Während sich ihre Schulden häufen, kämpft die Frau Tag ein, Tag aus ums Überleben und verliert dabei auch ein Stück den Glauben an sich selbst. Sie zieht sich immer mehr zurück, vernachlässigt soziale Kontakte und führt ein Leben, das immer mehr von Isolation geprägt ist. Doch auch wenn sie ihre verstorbene Mutter vermisst, sammelt sie noch einmal all ihre Kräfte, um die bevorstehende Zwangsräumung doch noch irgendwie zu verhindern. Hoffnung gibt ihr auch der alleinstehende Duck, gespielt von Kiefer Sutherland, der ein ähnlich einsames Dasein fristet. Ja, ist okay, wir haben es kapiert, Erik. In dieser schweren Zeit zur Seite steht. Ein Satz noch. Aus Angst, ihre neue Bekanntschaft zu verkraulen, beschließt Kyra allerdings, Duck nichts von ihrer misslichen Lage zu erzählen und gefährdet ihre Beziehung damit umso mehr. Ich kann euch sagen, warum der jetzt ins Kino kommt. Weil ihn Kinos da gekauft hat und verleiht. Es ist ein scheiß Kinostar-Film, genau. Ey. Aber
der hat hier durchschnittlich eine gute Wertung. Also das ist hier eine Einzelmeinung, die wir hören. Dass da irgendwie, also im Durchschnitt hat er hier echt gut. Also es ist vielleicht eher so ein, ja, kein leichtes Thema natürlich, wie man vielleicht schon raushört. Aber an sich hat er hier okay Wertung. Also es ist jetzt kein Film, der mich reizen würde von der Story her, wo ich sage, oh ja, das wäre cool. Aber ich glaube, schlecht ist der nicht. Aber wir werden mehr wissen dann. Also das trifft natürlich mit Pleite, trifft es natürlich sehr gut, ne? Tja. Also das ist, glaube ich, mein Favorit. Wir werden sehen. Definitiv. Ich weiß, was kommt. Definitiv werden wir das sehen. Und gesehen haben wir auch noch andere Filme. Nämlich, ich war nochmal im Kino, habe mir Rocketman angeguckt mit einem Kollegen. Rocketman! Jawohl. Den Film hat ja Dexter Fletcher gedreht, der ja bei Bohemian Rhapsody bei dem Projekt übernommen hat, als der andere Regisseur da in Ungnade gefallen ist, wegen Me Too und so. Und ja, Rocketman ist quasi sein, in Anführungszeichen, eigener Musikfilm und handelt, wie man durchaus wissen könnte, dürfte von, Elton John. Jetzt habe ich gerade die ganzen anderen Namen gelesen, hier die Darstellernamen. Taron Egerton oder Egerton spielt Elton John. Den kennen wir ja aus, also nicht Elton John, sondern den Taron Egerton kennen wir ja aus zum Beispiel Kingsman. Egerton, oder? Okay. Jamie Bell, Richard Madden auch noch mit dabei und wir erfahren, wie Elton John quasi von klein an irgendwie sich schon für Musik interessiert hat und was er für ein doch schwieriges Verhältnis mit seinen Eltern hatte. Also seine Mutter hat ihn irgendwie nie so richtig gewollt und geht immer noch Party machen, während er dann irgendwie zu Hause ist bei der Oma und sein Vater, der ist irgendwie beim Militär und irgendwie ganz selten zu Hause und kann mit dem Kind auch nichts anfangen. Also die einzige Liebe, die er bekommt, ist von seiner Oma und die bringt ihn dann auch so ein bisschen zum Klavierspielen oder so und merkt dann halt relativ schnell, er kann halt schon nach Gehör richtig komplizierte Sachen spielen und versucht ihm das ein bisschen zu fördern und ist natürlich bei seiner Mutter jetzt und bei seinem Vater auch nicht so angesehen, dass er das jetzt machen will und die sind halt wirklich ziemlich komisch drauf da, die Eltern. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da drin steckt, aber wird schon Fünkchen Wahrheit drin sein. Also eine schöne Kindheit hat er jetzt nicht gehabt. Ne? Und im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody, was ja auch alle mittlerweile gesehen haben dürften, bei Bohemian Rhapsody ist ja so, hier entstehen ja die Songs quasi chronologisch. Wir sehen, okay, da gibt es den einen Song, dann gibt es den nächsten Song und wir erfahren halt auch, wie die das zusammen komponiert haben, getextet haben, was es für Schwierigkeiten gab, wann welches Konzert war. Und hier hat Dexter Fletcher ein bisschen mehr Freiheit. Hier werden nämlich die Songs ähnlich wie bei einem Musical nicht so unbedingt chronologisch an dem Punkt angesetzt, wo sie entstanden sind oder passiert sind, sondern es wird halt da, wo es stimmungsmäßig gut passt. Das heißt, also auch in der Kinderzeit haben wir hier schon bekannte Songs von ihm irgendwie laufen im Hintergrund oder als Soundtrack oder wird schon mal angespielt irgendwas und das fand ich echt schön gemacht, weil das hat halt war wesentlich stimmiger, weil man halt nicht auf irgendwas Bestimmtes warten musste, damit die Zeit dran ist, dass man mal den einen Song spielen kann, sondern es war halt wirklich genau dann, wo es auch von der Stimmung her gepasst hat. Und in einer der ersten Szenen sehen wir Elton John in so einer Art Selbsthilfegruppe, wo er zugibt, dass er Medikamenten oder ein Problem hat mit Medikamenten und Drogen und Alkohol und Shopping-süchtig und was nicht alles. Und er legt da sein Herz alles offen und von dem Punkt aus wird es halt in Rückblenden erzählt, wie es angefangen hat als Kind, was er da so für Probleme hatte, wie er sich dann weiterentwickelt hat und auch was er später immer noch so für Rückschläge hatte und für Themen. Ich fand es ganz gut, dass bestimmte Sachen ausgelassen wurden. Ich will es nicht nennen, was, sondern kann jeder selber dann erfahren. Es wäre vielleicht ein bisschen gespoilert, wenn ich sage, was jetzt nicht drankommt oder welche Lieder nicht kommen. Aber es war auf jeden Fall wesentlich mehr musicalhaft als jetzt zum Beispiel Bohemian Rhapsody oder so.
Und sowas mag ich ja prinzipiell eigentlich erstmal nicht so, wenn plötzlich Leute anfangen mit Singen oder so. Aber hier hat es auch ganz gut gepasst. Entschuldigung, du gehst in den Film Rocketman um die Geschichte von Elton John und die fangen plötzlich an zu singen. Überraschung! Nein, aber du weißt, es gibt ja verschiedene Arten von Singen. Es gibt ja so musical-artiges Singen, wo dann plötzlich sich alles rundherum verändert, wenn jemand anfängt zu singen. Das meine ich. Und dann gibt es halt dieses normale Singen. Jemand geht auf die Bühne und performt einen Song in dem Moment oder im Studio. Das ist ja ein anderer, so wie es bei Bohemian Rhapsody war. Das war ja ein anderes Erleben als jetzt hier. Ne? Und das ist schon musicalhafter. Also wem sowas gefällt. Also Chris, du hast ja Mamma Mia und so. Ist Rocketman darauf ausgelegt, dass man es als Musical machen kann? Ah, könnte durchaus sein. Wobei, nee, eigentlich auch wieder nicht, weil da waren natürlich, einige Hits waren ja nicht drin. Vielleicht, also wenn man so ein Musical macht, versucht man ja dann, ich war jetzt nicht in irgendeinem Musical, aber ich könnte mir denken, dass dann versucht wird, so ein Best-of, so alle guten Hits da reinzupacken irgendwo. Das ist ja hier nicht, sondern es sind halt wirklich die stimmungsmäßig da passen. Und manche Sachen werden nur mal kurz angespielt, und aber nicht jetzt komplett durch. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswerter Film von meinem Kollegen, der durchaus mehr auf Musicals steht, und hier auch in Stuttgart gibt es ja auch so Musical-Darbietungen, der geht da immer hin, also der, ich glaube, der würde dem eine glatte 10 geben, also der ist da raus, der hat gesagt, er muss den nochmal sehen. Und bei mir, ich gebe 8,5, also hat mir sehr gut gefallen. Schöne Darstellung, auch top gespielt von Taron Egerton. Also ich finde es ein bisschen schade, dass der vielleicht ein bisschen zu früh im Jahr jetzt ins Kino gekommen ist. Ich denke mal, wenn der ein bisschen später, vielleicht in Richtung der Oscars, dann wäre er bei den Leuten noch präsenter gewesen, weil gerade solche Biopics, gerade wenn so Drama mit drin ist in der Jugend und sowas, das kommt immer gut bei den Oscars. Ja, klar. Jo, also Rocketman, empfehlenswert. Ich schreibe mal, ach so, hier 8,5. Ihr habt auch was geguckt. Erzähl, was ist denn das? Ist eine Serie? Film? Murder Mystery ist ein Film, den habe ich geguckt. Und zwar ist es der nächste Film von Adam Sandler auf Netflix, der ja anscheinend einen monströsen Rekord gebrochen hat, weil am ersten Wochenende den schon 30 Millionen Menschen gesehen haben sollen, was so in etwa tatsächlich jetzt auch bestätigt wurde. Also der scheint richtig gut angekommen zu sein. Gleich aber hat ziemlich neugierig gemacht. Murder Mystery, der neue Film von Adam Sandler und Jennifer Aniston in der Hauptrolle. Die beiden kennen wir als Duo aus welchem Film, Erik? Puh, war das nicht das mit dem Frettchen da? Oh Gott, das Frettchen weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war meine erfundene Frau. Das? Da haben die beiden schon mal zusammengespielt, das war 2011. Nee. Also Just Go With It im Originaltitel. Und ja, die beiden haben jetzt also hier wieder zusammengefunden, geht ganz einfach darum. Adam Sandler ist Polizist, der zum x-ten Mal durch die Prüfung gefallen ist, dass er Detective wird, also das heißt, er bleibt munter Polizist, einfacher Polizist, und seine Frau Audrey, also er heißt Nick Spitz und seine Frau heißt Audrey Spitz, ist Friseuse. Die beiden haben so Hochzeitstag und ist so, ja, schon ein bisschen auch die Ehe ausgeleiert, und nach 15 Jahren beschließt dann Nick Spitz kurzfristig mehr oder weniger, dass sie jetzt die Hochzeitsreise nachholen. Es geht also ab nach Europa. Eigentlich haben sie gar kein Geld dafür und alles. Und ja, trotzdem macht man sich dann auf den Weg dorthin, in die alte Welt, die anzuschauen. Und im Flieger trifft dann Audrey auf Charles Cavendish, gespielt von Luke Evans. Und der umgarnt sie ein wenig und findet sie ganz arg toll und lädt sie dann ein aufs Boot von sich und seiner Familie. Und nach ein wenig hin und her kommen die dann tatsächlich mit aufs Boot, und dann beginnt das ganze Drama, weil dort passiert ein Mord. Oh. Ja, es passiert ein Mord am Familienoberhaupt, und dann ist natürlich die Frage, wer erbt jetzt wie und was, also eine kleine Erbstreitigkeit. Und wer drückt natürlich in den Hauptverdacht? Natürlich das Pärchen aus den USA, das vorher keiner kannte. Es ist wirklich nett, sagen wir es mal so, es ist nett, es ist nicht übertrieben witzig, es ist hat einen gewissen Charme. Die Schauspieler, wo dabei sind großartig. Also Gemma Arterton spielt noch mit, Danny Boone spielt auch mit. Ja, da kommt schon. Also von der Besetzung her kann man relativ wenig meckern. An sich bleibt am Ende
Ja, es ist, es bleibt dieses Filmchen, es ist so ein typisches kleines Adam Sandler-Filmchen, der keinem wehtut, der nicht übertrieben witzig ist. Jennifer Aniston macht auch ihre typische Figur. Es ist, ich will jetzt nicht sagen, so ein typischer Film, den man von Adam Sandler und von Jennifer Aniston erwartet, aber das trifft es am ehesten. Also es ist nicht mit dem monströsen Tiefgang, nicht mit absolut mega lustig und übertrieben lustig, sondern einfach, ja, es ist nett, das kann man sich mal anschauen nebenher. Ohne dass man groß was verpasst, wenn man auch mal kurz auf die Toilette geht unterwegs. Das ist vielleicht ein bisschen böse, aber ist einfach Fakt. Ja, wie der Mord auf... Hatte von dem Film schon gehört. Ja, das würde mich freuen, ja. Ja, nee, ich hatte von dem schon gehört, die, wir haben ja Fortsetzung folgt aufgenommen, da hat die, die Annemarie das, glaube ich, geschaut gehabt schon. Mhm. Auch wegen Adam Sandler und Jennifer Aniston. Und die kommt ungefähr aufs Gleiche raus. So, ja, tut nicht weh. Ja, tut so, keinem weh. So einer dieser... Ey, haben wir schon jemals irgendeinen Netflix-Film gehabt, den die drin hatten, der richtig reingehauen hat, wo man sagt, boah, der war geil. Es war doch immer alles so, ja, okay. Okay, das tut okay. Keinem weh. Okay. Ja, also wie gesagt... Selbst diese anderen da, diese, die es da so gab, diese Sci-Fi-Sachen oder hier Blindbox oder wie hieß das? Bird Box. Ja, ich finde es gerade. Du machst auch wieder hier neue Filme auf. Mhm. Ja, also wie gesagt, das, man kann ihn sich mal anschauen. Dadurch, dass er bei Netflix ist, würde er ja nicht wegrennen. Im Kino, denke ich, wäre er, ich will nicht sagen gefloppt, aber wahrscheinlich nicht so gut besucht gewesen. Deswegen ruhig mal einen Blick riskieren. Wie es ausgeht, verrate ich natürlich nicht. Ist ja klar. Überleg mal, wenn wir jetzt sagen, also wer hier nicht. Übrigens bei Rocketman am Ende, Elton John wird ein ganz großer. Oha! Genau. Ich gebe ihm 6 von 10 Punkten. Weil, wie gesagt, tut keinem weh, aber muss ich nicht unbedingt gesehen haben. Okay, du hast ihn nicht mitgeguckt? Nee, ich habe was anderes geguckt. Okay. Ja, ich hab erst den Titel gedacht und dann habe ich gesagt, der Titel hört sich hier ganz cool an. Murder Mystery ist ja eigentlich immer was für mich. Und dann habe ich gelesen, um was es geht und wer mitspielt. Und dann habe ich gedacht, nee. Boah, hatte keine Lust auf den Kumpel. Naja, ich werde, glaube ich, mal reingucken oder so. Ich habe noch einen Film geguckt, der lief jetzt auf Sky. Ich habe bei uns im Dokument geschrieben, das ist dieser Film mit den YouTubern, damit ihr ungefähr wisst, auf was ihr euch da einlasst. Nicht, dass ihr denkt, oh ja, cool, das klingt ja. Heilstätten. Ja. Der machte ja irgendwie, wann war das letztes Jahr? Kam der nicht sogar hier in Stuttgart mal vorbei, irgendwie die Tour da? Und da war doch irgendwie einer mit dabei, ne? Oder irgendwie, hast du da nicht ein Autogramm gesammelt? Oder wie war denn das, Chris? Oder war das ein anderer YouTuber-Film? Das war ein ganz anderer YouTuber-Film. Das war. Okay. Oh Gott, Kartoffelsalat, wie der hieß. Ach so, ja. Okay, also jetzt hier Heilstätten. Heilstätten ist ja ein ehemaliges Sanatorium südlich von Berlin in der Nähe von Belitz. Und es gab kurz nach der Wende, kann ich mich erinnern, mal ziemlich in Aufruhr. Da gab es einen Mörder, der da sein Unwesen getrieben hat dort in der Nähe. Der wurde dann in den Zeitungen mit den vier großen Buchstaben betitelt mit die Bestie von Belitz. Und da gab es immer dann Updates und so und sonst was alles. Also es ist tatsächlich passiert. Und man will jetzt halt hier, diese YouTuber machen halt so eine Challenge, wo sie sagen, okay, wir gehen dahin. Es sind irgendwie alles welche, die bei denen ihre Kanäle gerade nicht ganz so gut laufen, die nochmal so einen Push gebrauchen können, irgendwie so eine Challenge und so. Und die treffen sich dann halt dort, wer hält's da aus? Und man bekommt solche Leuchtraketen, die kann man zünden, wenn man sagt, okay, ich breche ab. Und derjenige hat dann halt verloren, ne? Also wenn es dann jemand zu gruselig wird. Und vorher wird das Ganze noch ein bisschen geschürt mit irgendwelchen Legenden, die sich da drum ranken, und ja, dann sind natürlich diese YouTuber da drin, und ja, also ich meine, Dialoge kann man das nicht nennen. Was da? Entschuldigung. Übrigens, ich lese gerade, der Regisseur von dem ganzen, Michael David Pathé, der hat auch Kartoffelsalat gedreht. Ah. Also, ja. Jedenfalls, die häufigsten Zitate in diesem Film sind: Läuft deine Kamera? Punkt 1. Punkt 2. Mach die scheiß Kamera aus. Punkt 3. Hast du das auch aufgenommen? Also,
es ist, ich weiß nicht, also man könnte ein Trinkspiel machen, je nachdem, immer wenn die Kamera erwähnt wird. Ich glaube, da bist du nach kurzer Zeit so besoffen. Und es ist einfach... Es ist einfach furchtbar, sich das anzugucken. Also diese U-Tour sind furchtbarer als das Ganze. Das Setting ist cool. Ich finde das Setting cool mit Heilstätten. Da hätte man so viel draus machen können. Die haben es halt so eine Art, ja, es ist die ganze Zeit so ein bisschen Found-Footage-Style, obwohl es natürlich nicht Found-Footage ist. Ne? Also dadurch, dass die halt ihre GoPros irgendwie dabei haben, ist das halt alles so ein bisschen verwackelt und teilweise auch so Selfie-mäßig. Also man sieht die Leute dann laufen und passiert irgendwas und... Ja, dann haben sie ein paar Schnicki-Schnacki-Effekte mit irgendeiner Wärmebildkamera drin. Aber alles nicht so, wo ich sage, hey, das ist jetzt so irgendwie moderner Stil, wo man sagt, okay, ich mache jetzt hier einen Film mit, nehme mir irgendwie so die angesagtesten YouTuber her und mache jetzt hier mal was richtig Geiles, sondern es ist alles so, oh, so tröge und jeder versucht sich irgendwie ein bisschen darzustellen und ja, die in Anführungszeichen Schockeffekte, die drin sind, die fand ich sogar ganz nett. Also da gab es dann mal so eine überraschend gruselige Szene, die fand ich echt cool gemacht, so cool dargestellt. Dadurch ist halt alles auch so mit spärlichem Licht, so mit eher mit so einem Kameralicht da gedreht wurde, ne, was dann irgendwo hinfilmt. Klingt ein bisschen wie Blair Witch. Ja, ist auch so. Aber ich hatte tatsächlich den Gedanken, und ich hatte mir was zurechtgelegt, und zwar bei Blair Witch gibt es doch die eine Szene, wo die Frau hier, die Hauptdarstellerin, so in die Kamera rein, so, ja, genau. Ich möchte mich entschuldigen bei allen, die mich kennen, oh, meine Mama. Und das war doch so eine übelst lächerliche Szene, die da so einfach, hat ja im Kino übelstes Gelächter die hat ausgelöst. Ja, Kultfaktor mittlerweile. Dann lief auch noch so Schnupfen bei ihr raus aus der Nase, und das hast du halt alles so aus der Nähe gesehen, ne, mit der Aufnahme. Und genauso ist hier dieser ganze Film. Wenn die irgendwie den Mund aufmachen und irgendwas sagen, ist es einfach nur lächerlich. Ich fand den, da gibt es einen Twist tatsächlich in diesem Film. Den fand ich ganz cool und wie sich's dann darstellt. Aber dann haben sie auch wieder überhaupt nichts draus gemacht. Aus dem Ende, da hätte man wieder so viel draus machen können. Der Twist selbst war ganz nett, aber ja, nee, also nicht wirklich empfehlenswert. Also Bereich Horror war es ganz nett, das mal gesehen zu haben, ja, was man so in Deutschland versucht hinzukriegen. Aber ja, ich meine, gerade im Bereich Horror sollte man schon ein bisschen mutiger sein. Also nicht jetzt, was Gewaltdarstellungen angeht, sondern vielleicht auch was die Storys angeht. Nicht irgendwie was nehmen, was schon irgendwie 20 Jahre alt ist und da irgendwie nur moderne Leute oder jetzt angesagte Leute da reinstecken in dasselbe Setting. Sondern vielleicht mal was Neues einfallen lassen. Also, ja. Ich weiß nicht. Ja. Also, achso, Punkte muss ich ja noch geben. Ha, Punkte. Ich gebe mal 2. Okay. Böse. 2 Punkte. Ja, ich kenne, also den einzigen, den ich kannte, der war nur im Vorspann dabei, weil da hat er sich mit der einen YouTuberin unterhalten. Da war Fresh Torge dabei. Der hat sich da mit der einen YouTuberin unterhalten, so nach dem Motto, ja, was hast du denn vor? Ja, ich will das und das machen. Ah, cool, alles klar. Und dann siehst du die nicht mehr. Also und die anderen kannte ich alle nicht. Da waren irgendwelche Pranksters und irgendwas. Vielleicht sind das auch echte Darsteller, die irgendwie YouTuber nachempfunden sind. Keine Ahnung, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Vielleicht, wenn du die Leute kennst, dann denkst du, oh, das ist ja cool, was der da macht oder so. Vielleicht ist das was anderes, aber... Ja, deswegen keine echte Empfehlung. Aber Sky kann man ja mal, wenn man es hat, dann mal laufen lassen. Wenn man mal was lacht, aber zum vielleicht Lachen kommt will, oder wie? Ja, das ist aber, das ist jetzt nicht so trashig, dass man sich kaputt lachen kann. Das mag ich ja eigentlich auch. Ich gucke ja gern so richtige Trash-Filme und sowas, wo ich mich dann kaputt lache, wie trashig das ist. Das ist halt hier auch nicht, sondern die haben halt die Ambition, hier einen Horrorfilm zu machen. Und der geht halt an so vielen Stellen, geht der Schuss einfach nach hinten los. Der ist einfach, die ganze Zeit nicht gruselig. Du hast nur Facepalm, wie doof die sind und ich find's wie man die auf die Idee kommt, da die Leute da zu installieren und warum man denen solche Zeilen schreibt teilweise. Und dann, wie gesagt, läuft die Kamera. Mach die Kamera aus. Hast du das aufgenommen? Ja, das sind so die, also teilweise auch innerhalb von wenigen Sekunden, ja. Ey, hast du das aufgenommen? Ey, mach die Kamera aus. Also quasi so random. So, wahrscheinlich haben sie die Sound-Samples irgendwo. Da die 3 Samples hier wie bei mir hier, weißt du, und dann wird einfach mal immer eine Taste gedrückt auf dem Soundboard.
Aber gut, jetzt da geben wir mal ein Buh. Also dieser Film taugt nix. ja, und wir gucken mal, was noch so anläuft. Kinocharts und Neustarts. Wow, jetzt irgendwie laut hier. Ja, was? Das war ja so laut gerade. Ja, ich weiß. Sagt ihr was? Ich höre nichts mehr. Hä? Hä? Ja. So, was läuft neu an, Chris? Was läuft denn neu an? Pets 2 läuft neu an. Diese Woche. Am 27.06. Oh. Die Fortsetzung des Animationshits Pets, der ich einfach unverbesserlich mache, begeben sich Max, Duke und ihre tierischen Freunde auf geheime Mission. Ah, was ist denn das für eine geheime Mission? Weiß man nicht. Das ist halt geheim. Hallo, es ist geheim. Und? Was tippen wir? Wird es ein Erfolg oder keiner? Es wird ein Sommerhit. Ja, für die Kids auf jeden Fall. Ja, weil irgendwie läuft zurzeit, die anderen Kinderfilme sind durch. Ne? Und ich meine, gut, jetzt sind die Ferien vorbei. Bisschen ungünstig, aber gut. Ein Becken voller Männer läuft an, was ja auch für ein Sneak getippt wurde. Eine französische Komödie über eine Gruppe Männer, die im Synchronschwimmen ihre neue Bestimmung finden und fortan für die Weltmeisterschaft trainieren. Ja, jetzt kommt ein Doku-Film. Ich würde ihn trotzdem mit reinnehmen, weil er von Peter Jackson ist. Das ist eine Doku, Dokumentarfilm. Aber They Shall Not Grow Old mit restauriertem Filmmaterial in Farbe und in 3D katapultiert Peter Jackson die Schrecken des Ersten Weltkriegs in die Gegenwart. Ah, davon habe ich schon gehört. Ja, da habe ich schon mal was gesehen. Da hatten sie Peter Jackson interviewt gehabt in irgendeiner Sendung. Da hat er schon mal Einstellungen gezeigt. Der hat halt irgendwelche Filmmaterialien gekauft oder sich besorgt aus irgendwelchen Archiven. Hat die wirklich aufpoliert auf irgendwie nochmal neu abgetastet, irgendwie 4K und sonst was alles. Und da haben sie das irgendwo schon mal vorgeführt gehabt, glaube ich, vor Veteranen. Und die waren wirklich extrem beeindruckt. Okay. Ja, deswegen habe ich ihn mit reingenommen, siehst du? Weiß ich bloß nicht, ob der bei uns läuft. Was bestimmt läuft, ist Dancing Queens. In einer Seniorenresidenz finden sich eine Gruppe von Frauen zusammen, um ihren lang gehegten Traum endlich warm zu machen und Cheerleader zu werden. Mit Diane Keaton, Jackie Weaver und Pam Grier. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. da passt vielleicht auch noch dazu, das melancholische Mädchen. Ein Drama. Und in 15 Episoden begibt sich das titelgebende melancholische Mädchen auf eine experimentelle Forschungsreise durch die Postmoderne. Was sich jetzt überlegt, der Film dauert 80 Minuten. Das heißt 15 Episoden. Das heißt, eine Episode dauert so 6 Minuten im Schnitt. Hui, viel Spaß. Das ist ja ein ganz schöner Ritt. Ja. Es läuft auch noch an, Wo ist Kyra? Über den haben wir ja vorhin gerade gesprochen gehabt. Also eine Frau mittleren Alters, gespielt von Michelle Pfeiffer. Die trifft da so in die Pleite und ist von Existenzängsten geprägt und trifft dann auf Kiefer Sutherland und traut sich nicht, ihm zu offenbaren. Okay. Vielleicht können wir da nächste Woche schon mehr drüber sagen. Wer weiß. Es läuft ebenfalls noch an Nuestro Tiempo. Das ist ein eigenwilliges Kunstdrama über eine Familie auf einer abgelegenen Rinderfarm in Mexiko. Das wird den noch. Aber hier ist also auf einer Rinderfarm im Tlaxcala-Feld lebt eine kosmopolitische Familie, die sich an die alte Welt klammert, während um sie herum die Moderne Einzug hält. Wenn Fliegen träumen. Im Regiedebüt von Katharina Wackernagel, in Klammern Das Wunder von Bern. Da hat sie wahrscheinlich mitgespielt, weil Regie kann sie ja nicht geführt haben, es war jemand anderes. Begeben sich zwei ungleiche Halbschwestern auf einen Roadtrip Richtung Norwegen. Okay. Dann. Oh, dann haben wir noch Five Fingers for Marseille. Nach 2 Jahrzehnten Abwesenheit kehrt ein Outlaw in seine südafrikanische Heimat zurück und muss feststellen, dass aus einstigen Verbündeten Feinde geworden sind. Das läuft übrigens im Innenstadtkino im Wild Wednesday. Im Weird Wednesday. Weird Wednesday, ja. Ja. Was wohl schon einiges über die... Ja. Ist wahrscheinlich dann sehr arthausig, schätze ich mal. Was ist Mamacita hier? Haben wir das auch hier irgendwo drin?
Also Mamacita, hier, José Pablo Estrada Roscano löst ein Versprechen ein und drehte einen Film über seine Großmutter, die einst ein Beauty-Behandlungsimperium in Mexiko gründete. Aha. Okay. Also ein Dokumentarfilm. Ja, ich hätte noch eine Komödie aus Portugal. Und zwar Quero te tanto, ich will dich so sehr. Portugiesische Komödie über zwei werdende Eltern, die aus Geldnot einen Überfall begehen und ins Gefängnis wandern. Oh Gott. Naja. Geht's am Ronaldo? Vielleicht, man weiß nicht. In Portugal gehen alle Filme, drehen sich irgendwie um Ronaldo. Wir werden sehen. Und wie sieht es in den Charts aus, Kate? Auf Platz 10 haben wir Longshot, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Klare Empfehlung, den zu schauen übrigens, klare Empfehlung. Ja, da bin ich gefragt worden, ob ich da mitkomme, mal, dass man nach der Arbeit... Ja, mache. Geh rein. Weil das ist echt passend bei uns. Könnte sein, dass ich dann... Pokémon, Platz 9, Pokémon Meister, Detektiv Pikachu. Platz 8, John Wick, Kapitel 3. Platz 7, TKKG, jede Legende hat ihren Anfang. Platz 6, Godzilla 2, King of the Monsters. Platz 5, 3 Schritte zu dir. Platz 4, Rocketman. Platz 3, X-Men, Dark Phoenix. Auf Platz 2, Aladdin. Platz 1, Man in Black International. Huh. Der ganz furchtbar sein soll. Oh. Ja, hab ich echt? Der auch überhaupt nicht läuft an der Kinokasse, so wie ich mir habe sagen lassen. Okay, das können wir doch gleich mal verifizieren hier. Man in Black International. Mal gucken, wie es international aussieht. Also gekostet hat er 110, hat bereits 118 Millionen eingespielt. Sieht so nicht so schlecht aus. Also insgesamt, da läuft er jetzt erst noch so richtig an. Ja, mal gucken. Ja, mich hat der Trailer auch nicht so richtig reingezogen irgendwie. Weiß nicht. Ja, dann alle so. Gucken wir lieber, was so an neuen Trailern gibt. Sneak Preview. So, wer heute habt ihr die Trailer mal mitgebracht? Wer möchte Ladies vorstellen? First natürlich. Yay! Ich möchte einen neuen Animationsfilm vorstellen, der ich irgendwie total süß finde. Er heißt Everest. Ein Yeti will hoch hinaus. Im Trailer geht es darum, ein junges Mädchen findet auf ihrem Dach, irgendwo so ein Dachhäuschen, einen kleinen jungen Yeti. Der junge Yeti heißt der. Und sie heißt Yi und er heißt Yeti, so. Und die zwei lernen sich kennen und das Geschöpf tut ja auch Vertrauen. Und dann geht es darum, dass sie möchte ihn nach Hause zurückbringen. Also irgendwie in Himalaya oder halt irgendwo hin, wo es kalt ist. Ja. Und sie sucht sich dann auch Hilfe und kriegt auch Hilfe. Und dann geht eben die Reise los, um Yeti irgendwie in Yeti Everest wieder nach Hause zu kriegen. Ja. Ich fand den Trailer sehr süß. Ja. Aber also, das war's für Kinder. Also ich würde den vielleicht auch gucken, wenn er auf Sky kommt, aber der sah sehr süß aus. Der hat Filmstart Kinostart ist am 26. September. Ja. Weiß jemand von euch, wie der im Original heißt? Ich versuche das gerade herauszufinden. Im Original. Ach hier, Abominable. Ja, genau. Abominable. Weil irgendwie, es gab doch letztens mal so einen Yeti-Film schon. Ich versuche gerade. Ja, das war Smallfoot. Der läuft gerade auf Sky. Ja. Ist ja eine DreamWorks-Produktion hier. Sieht man. Ja. Mal gucken. Der erste. Oh, jetzt habe ich gerade verklickt hier. Stand gerade irgendwie da von dem, der den B-Movie gemacht hat. Das ist, glaube ich, hier mit den Bienen. Naja, das sieht ja ganz nett aus. Mal gucken, wann läuft der an? Was hast du gesagt? 26. Ende September. Des Jahres, oder? Ah, okay. Ja, das passt ja dann so. Vielleicht mal gucken, ob da jemand rein will. Wir werden es mal mit verlinken.
Und Chris, was hast du für einen mitgebracht? Ich habe auch einen Animationsfilm mitgebracht, allerdings aus dem Hause Disney-Pixar, also vielmehr nur noch Disney in den Pixar-Studios. Der kommt allerdings erst im März 2020 in die Kinos, trotzdem gibt es davon jetzt den Trailer. Die Rede ist von Onward. Onward spielt in einer relativ, ja, in einer Fantasy-Welt einfach mit Elfen und bliblablub und dann hat man keinen Hund, sondern einen kleinen Drachen und alles. Und das sieht so richtig typisch Disney-Pixar-mäßig aus. Also so typische Pixar-Geschichte. Und ich bin da sehr, sehr gespannt. Es geht wohl um eine Reise von zwei Brüdern, von zwei Teenage-Elfenbrüdern. Und die werden gesprochen, und die stimmen im Original, von Chris Pratt und Tom Holland. Hm. Kennt man die irgendwoher, ja? So, ja, die kennt man irgendwo her. Dazu gibt es noch die Stimmen von Julia Louis-Dreyfus und von Octavia Spencer. Oh, schön. Also stimmentechnisch ist da schon einiges drin. Und die Regie, wenn ich es richtig gelesen habe, hat Dan Scanlon übernommen, der auch die Monster-Uni gemacht hat. Das heißt, da kann man sich, glaube ich, auf was freuen. Also den Trailer kann ich mal echt empfehlen. Es sieht sehr bunt aus, wirklich hat so, denke, Einflüsse einfach auch von ja, von allen, ja, möglichen Online-Games, die es gibt, und einfach mal reinschauen. Es sieht sehr witzig aus. Könnte so. Ich hatte es gerade mal ohne Ton laufen. Das, ne? Sehr witzig. Cool, ja, aus. Was mich total in dem Trailer abhört, sind die Einhörner. Ja, ich wollte gerade sagen, und da gibt es noch Einhörner und wie gesagt, hast du den Drachen auch schon gesehen, den Hausdrachen? Ja. Ja. Also einfach so typisch, allein hier Intro, but times change, und plötzlich fliegt das Flugzeug durch und es sieht so ein bisschen aus wie Schlumpfhausen. Also ja, ich denke, das könnte was richtig, richtig Cooles werden. Da könnte was richtig auf uns zukommen, was auch so ein Überraschungs-, also ich will nicht sagen Überraschungserfolg, wie alles steht Kopf wird, aber wahrscheinlich in die Richtung geht. Nur nicht mit der tiefen Moral. Hat zumindest mal den passenden Starttermin, dass es bei den Oscars im Bereich bester Animationsfilm irgendwie mit teilnehmen kann. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Der kleine Drache sieht übrigens, erinnert mich irgendwie an den Drachen aus Mulan. Aber ja, nehme ich. Nicht Grisou. Nicht Grisou. Der kleine Drache. Feuerspann, ja, 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 ja. Feuerwehrmann werden. Ja. Aber jo. Sehr. Ja, du wolltest noch was, nein, sagen. Nein, es ist schon Trailer. Schön, dass du mich einfach abdrückst. Das ist schon okay. Nee, ich dachte, es hat sich wieder so leer gelaufen. Ja, danke. Aber gut, da kam noch was. Nee, ist schon vorbei. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Aber du musst bisher eh dran. Du hast Mr. Iglesias. Geht es da um Julio? Nee, da geht nee, ich habe vom Gefühl her, wäre es schöner, wenn es um Julio gehen würde. Aber es geht tatsächlich um Gabriel Iglesias. Das ist ein Comedian. I'm Not Fat, I'm Fluffy ist sein Programm damals gewesen. Der ist schon eine Weile eigentlich bekannt. Ich fand den so von den Auftritten her immer ganz witzig. Und der hat jetzt bei Netflix eine Serie gemacht, Mr. Iglesias, wo er einen Lehrer spielt. es geht halt um das Leben an der Schule und all die Probleme, die da teilweise mit auftreten in seiner Lieblingsklasse, und eigentlich werden alle versetzt und dann doch nicht, und dann muss er eine Summer School abhalten, damit sie doch versetzt werden, manche, und andere doch noch eine Empfehlung bekommen, und ich habe echt gebraucht, ein bisschen reinzukommen. Es sind nur 10 Folgen. Wenn einem wirklich arg langweilig ist und man keine zu hohen Erwartungen hat, ich denke, dann kann man reinschauen. Ich würde es auf jeden Fall im Original schauen. Ich habe es am Anfang auf Deutsch geschaut und fand das dann schon anstrengend. Und jetzt bin ich halt so an dem Punkt, wo ich sage, ja, okay, jetzt gucken wir es halt vorhin fertig, damit es einen Abschluss hat. Also wenn ich es nicht bis zum Ende gucke, habe ich allerdings nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Das ist gemein, oder? Ja. Hm. Irgendwie weiß man jetzt nicht, ob man es gucken soll oder nicht. Ja, lohnt sich es mal reinzugucken, oder? Wenn du nichts anderes mehr hast gerade, dann ja. Okay. Und das sagst du jetzt vielleicht nicht, weil du auch Lehrer bist, sondern weil du denkst, sowas erzählen, die haben einen Scheiß, sondern aus einer ganz neutralen Sichtweise. Nicht aus der Sichtweise des Lehrers.
das hat nicht viel mit Schule und Lehrer zu tun. Das ist einfach nur das Setting, wo es spielt, damit sie noch ein paar junge Leute untergebracht haben. Ja. Vielleicht ist da der Kate ihre Serie dann mehr was. The 100. Kenne ich ja die Serie. Was ist da jetzt neu? Das ist eigentlich gar nicht so viel neu. Ich wollte nur noch mal drüber reden, weil ich die aktuell extrem suchte. Wir haben vor kurzem mal über The Society gesprochen und da kam kurz diese Anspielung auf The 100 wieder raus. Und da hatte ich dann wieder richtig Bock auf die Serie, weil ich bin nie über die erste Staffel hinausgekommen. Ich habe es irgendwie, es gibt es nirgends zum Streamen, die DVDs waren so furchtbar teuer und ich habe es halt nie über die Staffel 1 rüber geschafft. Aber ich wollte das immer und mittlerweile läuft ja, glaube ich, die 6. Staffel in den USA schon. Und dann habe ich durch Zufall beim Mediamarkt gesehen, dass die ersten zwei Staffeln nur jeweils 10 Euro gekostet haben. Da habe ich mir die gekauft. Und habe die wirklich innerhalb von 2 Wochen durchgeschaut. Dann war ich so süchtig, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Und hat mir die 3. und 4. Staffel auf Amazon geklickt, weil die da auch noch relativ günstig war. Und die 5. Staffel wurde mir geklickt, ohne mir zu verraten, was sie kostet. Deswegen kann ich sie nicht bezahlen, Herr Bendel. Habe jetzt also alle 5 Staffeln da. Und ich bin tatsächlich auch schon am Ende der 4. Staffel. Und ich muss sagen, wer so auf Endzeit-Teenager und Überlebensserie steht, muss diese Serie angucken. Es macht unfassbar viel Spaß. Die Hauptdarsteller haben eine Entwicklung von Staffel 1 bis Staffel 4 jetzt durchgemacht. Ich feiere den Charakter von Octavia extrem. Die ist so eine Badass-Woman geworden. Es macht richtig Spaß, der zuzugucken. Die ganzen Geschichten, die erzählt werden, also es geht halt immer irgendwie ums Überleben, natürlich, ne? Auf der Erde leben auch andere Menschen, die sind natürlich in Überzahl, die sind viel mehr als die, die auf der Ark mit dem Raumschiff abgestürzt sind. Und es ist immer irgendwie jeder gegen jeden, aber dann hat man ein gemeinsames Ziel, dann tut man sich doch zusammenschließen, dann ist das Ziel erreicht, aber dann kommt halt der nächste Super-GAU. Und es ist, ja klar, dafür passiert ein bisschen viel und irgendwann wäre mal gut, wenn die mal ein Happy End finden. Aber auf einer verstrahlten Erde ist es halt schwierig. Es ist einfach gut erzählt, mir macht es Spaß, es zu gucken. Ich kann es auch kaum erwarten, gleich weiterzuschauen und das Finale der 4. Staffel anzugucken, weil es ist richtig, richtig spannend. Also wer so Serien mag, der hat jetzt halt die Möglichkeit zu sagen, jetzt 5 Staffeln gibt es inzwischen, man kann hier wirklich einen schönen Serienmarathon machen, aber man muss sie halt kaufen. Es gibt sie nirgends umsonst zum Streamen. Ja. Oh ja. Ich starte da nicht mehr bei die 100, das war mir doch ein bisschen zu teeniehaft da. Ja. Ich war letztens, wo ich in der Bahn war, da haben sich ein paar Jugendliche oder halt, ey, ich habe hier Netflix The Society geguckt. Oh, die haben dann kein gutes Haar dran gelassen. Ich habe da nur so mitgehört. Die haben sich nicht verstanden. Wollte mich da nicht in das Gespräch einbringen. Die hätten dann so gedacht, was macht der creepy der Typ da? Ja, aber ich habe da nur so gedacht, ja genau. Wenn die das schon so sehen, dachte ich, oh Gott, ey, ich bin ja einige Jahre älter, dann, ja, also Society, weiß nicht, die 100, wäre ich auch nicht mehr warm damit, aber gut. Vielleicht schaut es ja noch jemand von den geschätzten Hörern, dann schreibt mal was. Weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt? Irgendwas serienmäßig? Gar nicht irgendwie. Egal. werfen wir einen Blick in den Briefkasten. Briefkasten. Schauen, ob da nichts passiert. Brightburn, Diamantino, Fantastic Four. Keiner was zu sagen. Oder zu diesen anderen Sachen, über die wir gesprochen haben. Na, zumindest da ist nichts eingegangen. Waren vielleicht doch ja, etwas speziellere Themen da. Ich meine, gut, diesen portugiesischen Ronaldo-Film, da hat vielleicht kaum jemand was dazu zu sagen. Ja, okay. Also da sind zumindest auf der Webseite keine Kommentare eingegangen. Ich werfe mal einen Blick, was vielleicht bei Amazon gelaufen ist in der vergangenen Woche. Ihr könnt ja, geschätzte Hörer, falls ihr es nicht wisst, über unsere Affiliate-Links bei Amazon irgendwelche Sachen bestellen für euch und dann kriegen wir eine kleine Provision, ohne dass euch das mehr kostet. Hat zum Beispiel jemand getan, der eine Philips 12961, was ist das? Achso, eine kleine Glühbirne, würde ich sagen. Entschuldigung. was ist das? Dennerle Day.
Eine große Glühbirne. Aber, ach nee, eine Aquarium. Aquariumlampe, würde ich sagen. Ja, Sportkompressionsstrumpf Under Pressure Running. Hat jemand Laufsocken bestellt? Das war ich nicht. Ein Panasonic Nass-Trocken-Rasierer. Aha. Mit ultra-flexiblem 3D-Scherkopf. Pflege für jeden Bart, steht hier. Ein TCA Ultra Herren 2 in 1. Was ist das? Achso, eine Laufhose, würde ich sagen. Okay. Da kann derjenige oder diejenige, die sich das bestellt hat, mir mal Bescheid sagen, ob die gut ist, weil da bin ich immer für Tipps zu haben. Wahrscheinlich in Kombination mit dem Rasierer, damit aerodynamische Beine hat. Die Beine rasieren, ja. Oder eher mit dem Kompressionsstrumpf wahrscheinlich. Dann hat jemand bestellt ein Stöfchen, also so richtig sieht aus wie Gusseisern und da kann man halt so Teelichter drunter stellen, dann bleibt der Kaffee oder der Tee lange warm. Sehr nett. 144 Mal Stangenwassereis. Oh, da bereitet sich aber jemand auf die warme Zeit vor, ey. Eine 144er Packung Eispops. Also das sind so kleine Tütchen, wo so eine Flüssigkeit drin ist, die man halt ins Tiefkühl reintut wahrscheinlich. Ja, 21,99 kostet das. 144 Mal Eis. Und was ist das? Hoka Amo dicke Filz. Mal gucken. Homa Akku. Ah, dicke Filz Bed Caddy Organizer, Betttasche. Für Handy, iPad, Brille, Buch, Fernbedienung. Also kann man sich eine Tasche irgendwie an der Seite vom Bett oder der Couch irgendwie ranhefteln. Und dann kann man da sein ganzes Gerümpel reintun. Was man, wo man schnell Zugriff braucht. Neben Bett. Ja. Ich weiß nicht, ob man da neben Bett unbedingt schnell Zugriff auf Brille, Buch, iPad, vielleicht Fernbedienung. Kein Bettnachttränkchen hat, wo man es hinlegen kann. Ja, aber neben Bett, das sollten doch vielleicht eher andere Dinge drin sein, die für das Liebesspiel notwendig sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Erzähl doch mal mehr, Erik. Mal sehen, was dann nächste Woche hier so bestellt wird. Hier. Genau. So, das war's diese Woche. Vielen Dank an alle, die sich da irgendwie wiedergefunden haben. Falls ihr euch nicht wiedergefunden habt, vielleicht ist nächste Woche dabei. Und damit unterstützt ihr den Kinocast und über Auphonic diese Spende, die läuft ja immer noch, diese 10 Stunden, die wir da letztens bekommen haben. Vielen Dank nochmal dafür. Ansonsten sind wir dann, das Spider-Man ist es noch aktuell? Ja, das jetzt ist durch. Vom letzten Mal. Spider-Man ist durch. Ich bin durch mit Spider-Man mit der Hauptstory. Achso, das okay. Ist doch jetzt noch ein neuer Tagesordnungspunkt. Ja, wäre eigentlich gewesen, aber da du ja schon dicht machst, ist das schon ich dachte, das war vom letzten Mal. Ja, machen wir Games. Games. Jetzt ist er doch schon beleidigt. Ja, eigentlich bin ich schon beleidigt. Wieso? Ich gehe von oben nach unten durch. Okay. Da kommt also, ich habe Spider-Man auf der PlayStation 4 durch und ich kann jedem, der eine PlayStation 4 hat, echt nur empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Es ist unfassbar gut. Es macht unfassbar Laune. Ich bin auch, wie beim letzten Mal, wir erinnern uns vielleicht an das Ende von Red Dead Redemption, ich bin nicht ganz mit dem Ende einverstanden, nicht so 100%. Brotloch. Ja, Brotloch. Schwieriges Umfeld. Schwieriges Umfeld, ja. Ich habe auch meine Dauerkarte auf der Haupttribüne nächstes Jahr. Ja. Setz dich hin hier, das ist kein Stäbler. Genau. Ja, nee, es ist wirklich, also grafisch top. Von der Story her ist es wirklich auch sehr, sehr cool, was erzählt wird. Das Ende, wie gesagt, naja. Ich bin jetzt auch gespannt auf die 3 Episoden, die ich noch zu spielen habe, die da noch auf mich zukommen. Da habe ich gestern auch noch schon mal angespielt und das hat mich eigentlich auch schon relativ abgeholt. Das war schon nicht schlecht. Also da freue ich mich eigentlich drauf, auf das und kann es jedem nur empfehlen. Und up next, bei mir liegt schon bereits The Division 2. Ah. So, und wer räumt jetzt hier gerade nebenher auf? Ich pack mal schon mal zusammen, ich räume mal hier auf nebenher. So klingt das gerade. Also Division 2, das habe ich schon reingespielt. Da war irgendwie mal so eine Testzeit hier bei Ubisoft. Ja, ich habe auch nicht jetzt, also da war schon mal irgendwie ein Test oder so. Und das fand ich sehr nett. Das ist schön gemacht. Also das Ganze mit dem. Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich fand, es ist ja manchmal so, du spielst so ein Spiel und dann bist du manchmal relativ schnell im Flow drin, dass du merkst, ich verstehe, wie das läuft hier und so. Und ich komme da irgendwie zu Rande. Und dann gibt es manchmal Spiele, da ist die Lernkurve, ey, da musst du echt was tun erstmal, damit du überhaupt verstehst, was du jetzt tun musst und irgendwelche Tastenkombinationen auswendig lernen und irgendwie. Und das ist irgendwie sehr intuitiv gemacht und ich fand es auch so vom Anspruch her, hat es
es ist angenehm angestiegen. Also es war wirklich erstmal so relativ leicht, konnten wir mal ein bisschen rum und dann wurde es mal kurz schwerer und ja, ich fand es echt gut. Schön gemacht, auch so die Aufgaben, die man erfüllen muss. Werden wir ja dann von dir bestimmt noch ein bisschen mehr hören. Wenn es passt, ja. Wenn ich es erzählen darf, ja. Selbstverständlich. Ich dachte bloß, das steht noch vom letzten Mal hier drin. Ja, ja. Weil da hatten wir das ja schon. Gut, also kann es empfehlen. Ich halte zurzeit auch gerade so ein bisschen Ausschau nach einer PS4, weil ich bräuchte hier auch mal einen neuen Blu-ray-Player hier. Und da das kann man die ja auch ganz gut verwenden. Da kann ich gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Aber wahrscheinlich, sobald ich die gekauft habe, wird eine neue angekündigt und die alte kostet nur noch die Hälfte. Gut zu wissen. Ja. Okay. Dann schreibt uns Kommentare auf kinocast.net. Muss ich ja mal dazu sagen, weil man kann uns ja mittlerweile über Deezer, über Spotify, über podcast.de und was es nicht alles, Podster gibt es auch noch, kann man uns ja hören und viele wissen vielleicht gar nicht, dass da auch ein Blog dahinter steckt. Also da könnt ihr uns gerne Kommentare schreiben, empfehlt uns dann weiter auf den diversen sozialen Kanälen, teilt unsere Beiträge, sagt euren Freunden, Bekannten, eure Oma, was ein Podcast ist und richtet er das ein auf dem Handy, dass er uns abonniert. Ja, genau. Ja, ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Immer wieder gerne. Wir sehen uns dann morgen im Kino und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Mal gucken, was wir da alles für euch haben. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.